gemacht. Ich kannte den ja gar nicht. Wir haben sonntags immer unseren Familientag. Da müssen wir selbstverständlich schön frühstücken. Also in den Gottesdienst können wir da nicht. Herr Grünger, schön, dass Sie heute da sind. Ich wusste gar nicht, dass Sie überhaupt noch in der Kirche sind. Ja, seit die Gemeinde diesen grünen Buckel hat, finde ich die richtig duftig. Also, dann haben die auch das Solarkraftwerk jetzt auf dem Kirchturm. Da habe ich dann gleich meinen Sohn, den Legolas Kurt, habe ich dann zum Konfessionsunterricht angemeldet. Gibt es noch was Wichtiges zu besprechen? Ich opfere hier keine Freizeit. Also, jetzt hören Sie noch mal, mir war das alles noch ein wenig zu kurz. Es geht ja schließlich um unsere Kinder. Ich fände es überhaupt ganz gut, wenn die Konfirmanden bei dem Elternabend auch dabei wären. Das entscheiden mal schön wir, auch wenn unsere Rochus ganz gut beschäftigt ist mit der Schule. Er soll ja schließlich mal unsere Zahnarztpraxis übernehmen. Aber der Konfirmandenunterricht war meinem Mann und mir durchaus ein Anliegen. Werteerziehung, Grundlagen ethischer Normen, darauf kommt es wirklich an im Leben. Auch wenn das schon viele Termine sind. Unser Rochus hat Karate, Fußball, Hockey, Rhetorik, Häkeln und Bratsche. Da muss ich mit dem Pfarrer noch mal sprechen, dass er nur bei den wichtigsten Terminen dabei ist. Das ist wie im Lehel in München. Ne? Und naja, ich glaube, ich melde ihn einfach nur bei der Hälfte der Termine krank. Also, was halten Sie denn von einem wöchentlichen Stammtisch der Konfirmandeneltern? Und da singen wir dann Lieder aus dem Gesangbuch, lesen in der Bibel und wedeln mit Tüchern? Nein, Sie müssen ja Zeit haben. Also, um mal was Wesentliches zu sagen, ne? Also, die Konfirmation ist ökologisch gesehen, ist die total scheiße, ne? Also, was da an Blumen sterben, das geht ja auf keine Kinder rein. Also, da sind Blumen an den Haaren von den Mädchen, da sind Blumen an den Anzügen von den Jungs. Das ist ökologisch, ist das der Wahnsinn? Ja, ja, womit könnte man das jetzt ersetzen? Na ja, da kann man Dinge nehmen aus der Natur, die sind schon tot, ne? Also so Blätter zum Beispiel oder Tannenzapfen, ne? Oder auch Kuhfladen. Ne? Das finde ich ökologisch viel, viel wertvoller. Ne? Also, sagen Sie mal, das mit diesem Konfirmandenwochenende, haben Sie das genau mitgekriegt? Also meine Chantal und ich, wir sind so eng, da zerreißt es uns fast das Herz, wenn wir mal so lange getrennt sind. Ich glaube, ich muss den Handyvertrag noch umstellen, dann können wir unbegrenzt miteinander telefonieren. Das können Sie vergessen. Haben Sie den Pfarrer vorhin nicht gehört? Die sind in einem Selbstversorgerhaus ohne Handyempfang. Was? Also ich finde ja, diese Handys finde ich ja total scheiße. Das ist ökologisch völlig daneben. Die ganzen Rohstoffe, die ganzen armen Menschen in Afrika, die bearbeiten für diese Rohstoffe und dann telefonieren wir die weg, ne? Also ich bin ja mehr so für Rauchzeichen, ne? Das haben wir ganz früher gemacht. Wir haben mit unserem Pfarrer früher bei diesen Freizeiten auch mehr so am Lagerfeuer gesessen, ne? Und dann haben wir so eine Friedenspfeife rumgehen lassen. Das war so richtig Sex-Trucks und... Trockenbrot, ja. Was? Trockenbrot. Ich muss dem Pfarrer mal sagen, dass wir beim Abend mal Trockenbrot nehmen. Und nicht diese Oblaten. Die backt immer so am Gaumen. Und wenn man denkt, das ist der Herr Jesus, der da am Gaumen backt, das ist... Wenn der Mund zu ist, dann wird der Pfarrer sicherlich ein offenes Ohr haben. Ein reizender Mensch übrigens. Als wir unsere Zahnarztpraxis eingeweiht haben, haben wir zusammen gesungen, Herr, gib uns Mut zum Brückenbau. Auf diesem Wochenende, da haben die wirklich keinen Handy. Sie lernen Sozialkompetenz und entwickeln ganz praktische Fähigkeiten. Genau, die spielen Werwolf und putzen die Klos. Das ist doch dieses blöde Computerspiel, dieses Werwolf. Ja, waren Sie nicht in der evangelischen Jugend? Werwolf, das ist ein Spiel, wo jede Nacht einer umgebracht wird. Ach so, das nicht in echt. Also, ich glaube, ich muss mir das mit diesen Konfirmanden, ja, das muss ich mir doch nochmal überlegen. Obwohl,
30 Jahren vorbei, war ich auch mal wieder in der Kirche. Und mein Konfirmationsspruch hat mich ein Leben lang positiv begleitet. Auge um Auge, Zahn. Also in meiner Augen, der steht in Offenbarung und da heißt es, tu der Erde und dem Meer und den Bäumen kein Aua, ne? Ja, und was wir alles gelernt haben, das sitzt alles noch hier drin. Yeah. Zum Beispiel der Psalm 23. Der Ding ist mein Dingens da. Yeah. Oder diese 95 Dings von diesem Martin Luther, die er dann da an die Dings... War das nicht die Kreissparkasse? Ja. Yeah. 95 Gebote. Ja. In Wuppertal. Ja. Nein, das waren die 10 Gebote, die dieser Martin Wupper an die Kreissparkasse von Luthertal genannt hat. Ja, so war das. Ja. Und das wichtigste Gebot heißt, du sollst meine Zeugnisse selber fälschen. Ja, und da war eins dabei, am Feiertag nur in der Tankstelle einkaufen. Sprich Gott, der Herr, ja? Ja. Und nach dem Essen Zähne putzen. Und davor die Hände waschen. Ja, also wie wir das drauf haben. Ja, wunderbar. Das hat halt doch was gebracht. Ja. Und deswegen melden wir unsere Kinder zum Konfirmandenunterricht. Ja, weil die was richtig Wichtiges hier lernen. Und in 30 Jahren dann auch mal wieder in den Gottesdienst gehen. Ja.